Hey Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch allen gut geht und wie ihr wahrscheinlich schon hier erkennen könnt, sitze ich gerade im Auto und ich fahre jetzt in die Stadt. Treffe ich gleich mit einer Freundin und dann werden wir einen kleinen Shopping-Day machen, was auch immer. Auf jeden Fall passiert heute auch noch was sehr Spannendes. Und zwar habe ich ja gerade aktuell nur ein Ohrloch, aber ich habe mir schon seit ungefähr, ich glaube, einem halben oder einem Jahr oder sowas vorgenommen, mir ein zweites Ohrloch zu stechen. Und heute wird der große Tag sein. Ich freue mich ehrlich gesagt schon voll drauf. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich weiß nicht, ich habe glaube ich das Video nicht mehr, wo ich mir mein erstes Ohrloch habe stechen lassen. Aber da habe ich auf jeden Fall richtig rumgequietscht. Das hat sich sehr lustig angehört und deswegen gucken wir mal, wie es dieses Mal ist. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich mich mit Emmy getroffen habe. Und genau, Leute, guck mal, mit wem ich bin. Wir laufen jetzt gerade zu Maloa. Und es tut mir leid, dass es so wackelt. Bloß meine Vlogging-Cam. Hat sich leider ein bisschen von mir verabschiedet, eher über die Speicherkarte. Und wir haben uns gerade übrigens noch ein Bubble Tea geholt. Falls ihr noch nie Bubble Tea probiert habt, dann let's go. Es schmeckt einfach absolut geil. Und Emmy probiert heute zum ersten Mal eine Bowl. Also ich würde mal, wir gucken jetzt mal, wie ihr das schmeckt. Let's go. So sieht der Laden hier aus. Yay! So, first try. Das ist Emmys Bowl, das ist meine Bowl. Oh mein Gott. wir gucken jetzt mal, wie das Ganze schmeckt. Also ich weiß schon, wie es schmeckt, aber Emmy ist hier first try, deswegen mal gesehen. So, wir sind jetzt auf jeden Fall voll gefressen und auf dem Weg zum Mall, denn da wollen wir noch in den Zara reingehen. Und dann kommt auch schon die Stunde der Wahrheit, wo aus einem Ohrloch ein zweites wird. Nein, das hat sich ja richtig komisch angehört, als hätte ich so ein Doppelloch. Aber so sieht das ja bis jetzt aus und ich muss sagen, ich bin ein wenig ängstlich, weil ich habe wirklich beim ersten auch noch richtig gequietscht. Das tut nicht weh. Ja, Emmy hat einfach mal Helix, also da ist komplett voll Programm bei ihr und deswegen, wir haben schon letztes Mal drüber geredet und heute dachte ich mir so, maybe, just maybe. Aber ja, ich wette alle so in den Kommentaren, ja, oh mein Gott, es tut einfach gar nicht weh. Ich werde euch danach sagen, dass es nicht weh getan hat, aber hoffen wir es einfach mal. Und jetzt geht's auf jeden Fall erstmal in die Mall. Okay, zuerst in den Zara. Yeah. Da bin ich gerade in einem Zara drinne und pose da erstmal ein bisschen rum. Das ist mein Outfit und die Hose ist von Zara. Ja, ein paar Sachen rausgesucht, genau. Und jetzt werde ich die anprobieren. Da ist die erste Hose. Ich finde die so schön. Ich habe euch die gleich nochmal die Artikelnummer da gezeigt, damit ihr die auch finden könnt. Aber die war mir leider zu groß. Angst. Aber wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in den anderen Laden und danach geht's dann ab zu so einem Ohrstechladen. Ihr wisst nicht, wie sehr ich gerade wirklich Panik habe. Ich weiß nicht wieso. Eigentlich muss man gar keine Angst haben. Das tut doch gar nicht weh. Aber, also übrigens sind wir jetzt bei Claire's, ne? Und hier gibt es auch schon so richtig viele Ohrringe. Wir gucken da jetzt einfach mal. Vielleicht finde ich ja was, aber ich muss eh erstmal ein paar. Aber gehen wir danach nicht so Rouge? Ja. ich muss eh erstmal Gesundheitschecker tragen. Aber die hier zum Beispiel sehen eigentlich auch ganz fresh aus. Eine ganze Reihe. Ja, aber ich habe ja nicht eine ganze Reihe. Also bei dir wird es halt klappen, aber bei mir nicht. Ja, eigentlich alle. Yeah. So, erstmal Topf machen. Mein Begleiter. Leute, kleines Update. Ich lasse mir jetzt. Oh mein Gott, ich hoffe, man kann das sehen. Also hier konnte man halt. Was man davon nimmt und ich habe so ein 4 mm Kugeldingstens genommen, weil das andere ging nicht mehr, es gab es nicht mehr und ich bin sehr, sehr aufgeregt, aber sie meint auch gerade, ich muss das nicht sein, aber geil. Ja. Alles gut? Ist schon fertig. Ja. Nee, aber ich hab's geschwitzt. Oh mein Gott. Genau, Mitte. Guck mal, abfädelt, einfach doppelt klappen.
Ich habe richtig gezittert, so. Ich habe richtig so mitgezählt, was ist jetzt alles so krass wehgetan, oder? Nee, ging schick. Oh mein Gott. Warum fühle ich mich gerade so? Ich fühle mich echt schlecht neben euch, weil ich gerade eine Zeit des Urlaubs habe. Ihr habt irgendwie gefühlt. Ich freue mich hier, dass ich eine Zeit habe. Ja. Also ich finde, das sieht schon irgendwie krass aus. Weil es kommt dein drittes, oder? Ja. Sehr gut. I did it! Oh mein Gott. Ich finde es einfach gerade zu krass. Ich fühle mich gerade so. Und die beiden übrigens, die Kirsten war... Heißt Pierson, ja, ne? Ja. Pierson? Pierson. Keine Ahnung, wie das heißt. Auf jeden Fall war die unfassbar freundlich. Ich weiß zwar ihren Namen nicht, sonst hätte ich ihn ja erwähnt, aber sie war so lieb. Die arbeitet beim Claire's in im Alexa. Ich muss einfach kurz Werbung wegen Markennennung, aber sie ist so lieb gewesen einfach. Und es war mir sehr unangenehm, weil... Also erstmal standen so viele Menschen vom... Ich glaube, da sind doch ein paar. Alles gut. Ja, vorhin war da keiner. Ja, wir wollen jetzt mit Roller zum Kudamm fahren. Ja, aber was ich sagen wollte ist, ich war so lieb und die beiden hatten einfach schon gefühlt 10.000 Piercings, Ohrlöcher und sonst was. Ich habe mir gerade mein zweites stechen lassen, aber es war einfach geil. Jetzt geht's zum Kudamm. Roller haben wir gefunden. Genau, und jetzt geht's zum Kudamm. Wir sind übrigens gerade noch am Potsdamer Platz und haben uns jetzt hier die Roller geholt. Ich war hier safe, gleich irgendwo gegen die Tür. So Freunde, wir sind jetzt nochmal bei Zara, weil ich will die Hose nochmal in einer richtigen Größe anprobieren und dann so ein Oberteil einfach, weil ich fand es ganz süß. Und wir waren auf jeden Fall gerade bei Brandy, allerdings gab es da einfach gar nichts, weshalb wir einfach eigentlich zum Kudamm gefahren sind. Und jetzt waren wir... Gesundheit. Gleich wieder zurück. Emmy ist auch mit in der Kabine, ich habe jetzt hier dieses Oberteil angezogen. Sieht eigentlich ganz süß aus, das werde ich wahrscheinlich auch mitnehmen. Und Emmy hatte gerade ein langes Kleid an, aber hinten war einfach ein Loch und... Das ist auf jeden Fall einfach mal ein Loch und genau. Wir fahren jetzt weiter zum Mall, weil da gehen wir dann auch mal später was essen und da gehen wir dann nochmal uns ein Barbecue holen. Zum zweiten Mal. Scheiße. Wir sitzen jetzt hier, haben uns mal wieder Barbecue geholt. Wer hätte es gedacht? Und jetzt gehen wir gleich da hinten essen. Das ist unser Plan auf jeden Fall. Und uns sind gerade richtig süße Menschen entgegengekommen. So, vielleicht sieht die eine das Video. Und zwar sitzt sie da so und dann laufen wir so vorbei, so einen halben Herzinfarkt bekomme ich so. Sitze Emmy, ist so, was ist das? Also das war, keine Ahnung, sah so lustig einfach aus. Aber ja, auf jeden Fall richtig liebe Menschen hier in Berlin unterwegs. Und wir zwei auch. genau, und jetzt geht's erstmal. Oh. Wir lassen es uns jetzt schmecken. Hier ist unser Essen. Hallo Emmy! Yummy, dieses Brot schmeckt einfach so lecker. Ich würde sagen, let's go! Ich bin jetzt auch tatsächlich wieder mal zu Hause angekommen. War auf jeden Fall ein richtig, richtig schöner Tag. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich muss jetzt allerdings schon wieder meinen Koffer packen, denn für mich geht's los zu Wally. Genau, ich weiß nicht, wann ihr das Video sehen werdet. Vielleicht war ich schon da, vielleicht ist Wally gerade noch bei mir. Mal gucken. Aber auf jeden Fall ja, bin ich gerade noch am Schneiden des Videos. Ja, das war auf jeden Fall der Plan. Und ja, es war auf jeden Fall richtig krass und übrigens, ich zeige euch jetzt ganz kurz mein Ohrloch hier. Ich wundere, dieser, also das sieht hier gerade so richtig dick aus, das ist der andere schwarze Punkt, das ist den, den sie gemalt hat, weil das war einfach zu lustig. Ich weiß nicht, ob ihr es da mitbekommen habt im Video oder ob es zu laut war oder so, generell die Hintergrundgeräusche. Aber sie hat zwei Punkte gemalt und also man malt ja immer Punkte und dann sticht man da halt sozusagen das Ohrloch sozusagen auf den Punkt, damit man halt vorher sieht, so wie das halt aussehen soll und. Und ich konnte mich einfach nicht entscheiden, wie weit weg und so. Beim zweiten Ohrloch, ich wusste es einfach nicht. Da meinte ich so, können Sie bitte die Mitte so stechen. Aber es war so cool. Es hat irgendwie nicht wehgetan, es war nur so ein Schock so. Ich glaube, man hat es in meinem Gesicht gesehen. Vielleicht lasse ich mir auf der Seite auch noch eins stechen. Mal gucken, weil es eigentlich voll cool war. Und ich mich irgendwie so ein bisschen lost fühle, wenn ich nur eine Seite mit zwei habe. Ich weiß nicht wieso. Einfach ein bisschen dumm, ich weiß, aber... Mal gucken. Auf jeden Fall war es das mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, ich öfter so Tagesvlogs machen soll, wo ich euch einfach mal mitnehme, so mit Freunden oder generell auch alleine, wenn ich irgendwas mal unternehme, wie eigentlich öfter halt, dann könnt ihr mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Ihr könnt mich unten gerne kostenlos abonnieren. Ihr könnt hier auch gerne bei meinen ganzen Social-Media-Accounts vorbeischauen, damit ich täglich hyperaktiv, also auf TikTok lade ich jeden Tag gefühlt 5 Videos hoch oder sowas, aber manchmal sogar mehr. Deswegen, ja, schaut ja gerne vorbei. Und das war's mit diesem Video. Ich hab euch ganz doll lieb und ja, bis zum nächsten Wochenende. Da kommt ein neues Video online.